Herzlich willkommen beim Videocast der himmlischen IT mit Kerstin und Carsten Raphael. Wir starten vom Boden und nehmen Sie mit in die Cloud, ohne dass es Ihnen schwindelig wird. Und nun viel Spaß! So, als erstes möchte ich mich jetzt mal anmelden auf unserer Internetseite. Da verwechsle ich auf die Microsoft Online Services und Sie sehen hier die lange Adresse. Das ist im Moment auch meine Microsoft Online Service ID. Und da melde ich mich jetzt mit meinem Passwort an. Und jetzt zeige ich Ihnen auch gleich eine ganz speziellen Small Business Variante. Denn ich denke, es wird so einige geben, die das genauso machen werden, vielleicht wie ich. Denn dieses Office 365 P1 ist einfach eine super, super geniale Sache, die auch wirklich sehr kostengünstig ist für solche One-Man-Unternehmen, One-Woman-Unternehmen, so wie ich es in dem Fall jetzt als Beispiel darstellen möchte. Ich gehe mal in die Administration rein und gehe in die Lizenzen. Und Sie sehen, ich habe hier nur eine Lizenz für den P1-Plan. Deshalb muss ich da gleich auch ein wenig tricksen. Ich gehe nochmal auf die Startseite zurück. Sie sehen hier www.kerstinrachfall.sharepoint.com, wie ich es auf der PowerPoint-Präsentation gezeigt habe. Dahinter verbirgt sich im Moment meine Standard-Webseite. Das ist eine SharePoint-Seite. Sie sehen auch, dass sich hier die Adresse oben geändert hat auf SharePoint.com Pages Default. Die ist erstmal hinterlegt, wenn Sie starten. Ich gehe wieder zurück. Genauso, wenn ich jetzt meine Team-Webseite aufrufe und ich sage fortsetzen, weil er es gewechselt hat von HTTP. PS auf das Protokoll HTTP. Ich denke, das ist eine Sache, die noch in Zukunft geändert wird, dass es in dieser HTTPS-Protokoll, dass da drin SharePoint weiterhin bleibt. Gut, genauso ist es. Jetzt komme ich hier, glaube ich, nicht mehr zurück. Doch, komme ich wieder zurück. Das ist für mich immer so ein bisschen blöd, wenn man auf die Team-Webseite geht. Dann wechselt er auf, geht er aus der Startseite raus. Schöner wäre es, wenn er da ein neues Fenster aufmacht. Genauso ist es jetzt beim Posteingang. Meine E-Mail-Adresse für mein Outlook-Web-App ist eben jetzt, ich stelle es mal eben hier ein, weil ich es noch nicht gemacht habe, Germany, Berlin. Okay. Ach, jetzt kommt eine Fehlermeldung, weil ich habe schon mal dieses Video aufgenommen. Und dabei habe ich dieses Konto verwendet und gelöscht und offensichtlich hat er sich das noch gemerkt und hat es nicht wieder herausgemacht. Das ist unschön. Ich wechsle jetzt mal wieder auf die Online-Service-Seite. Und habe das wiederholt und Sie sehen, der Benutzer ist jetzt hier drin, das Postfach ist hier noch existiert hier noch und das kann ich dann auch wieder einsetzen. Und wenn wir uns jetzt anschauen wollen, welche E-Mail-Adresse hinterlegt ist, damit Sie dann auch das sehen, gehen Sie auf Optionen hinein, dort kommen Sie auf Ihre Kontoeinstellungen und hier sehen Sie jetzt der Anzeigenamen und meine Microsoft Online Service ID, unter der ich dann erreichbar bin. Gut, das wollen wir jetzt alles ändern. Und damit ich das ändern kann, muss ich als erstes Folgendes tun. Ich möchte in der Administration, möchte ich diese Domäne jetzt hinzufügen. kerstinrachfall.de. Und damit ich die hinzufügen kann, gehe ich als erstes in diesen Namen rein, der überprüft werden soll. Kerstin Rachfall ist das. Und das ist die Domäne, die mir jetzt auch gehört und wo ich Änderungen vornehmen kann. Ich sage Domäne überprüfen. Und jetzt sagt er mir zu mir, ist das diese richtige Domainbestätigung? Möchte ich diese Domain
eben dann überprüft haben. Da gehe ich auf Weiter. Und jetzt verlangt er von mir, dass ich einen Texteintrag vornehme. Und dieser Texteintrag, den kann ich nur vornehmen, wenn ich auch wirklich, also wenn mir auch wirklich diese Domain gehört. Das ist die Voraussetzung. Jetzt gehe ich auf den Service Provider. Dort habe ich ein Konto. Dafür muss ich mich jetzt auch entsprechend einloggen. Passwort eingeben. Und jetzt kann ich hier mein Domain 24, sehe ich zum Beispiel, welche Domain ich habe. Und hier können Sie dann die Aktion, die verschiedenen Funktionen vornehmen. Ich gebe jetzt hier Kerstin Rachfall ein, sage Start. Und er sagt, diese Domain ist schon vergeben, das weiß ich, weil ich ja der Domaininhaber bin. Ich habe die ja schon bei uns registriert. So, diese Domain möchte ich jetzt als KK übernehmen. Ich sage jetzt weiter. Nehme hier jetzt auch keine speziellen Eintragungen vor. Nehme den ganz normalen Standard. Und damit er das jetzt umziehen darf, muss ich einen Authentifikationscode in dem Fall eingeben. So, der Vorgang ist abgeschlossen, mein Zahlungsvorgang. Ich gehe jetzt nochmal auf meine Domains. Insgesamt habe ich also zwei Domains. Eine ist aktiv, die habe ich heute mal registriert, um einfach das mal zu testen. Und ich habe hier eine offene und dieser Auftrag ist jetzt in Bearbeitung. Gehen wir jetzt zurück zu dieser aktiven Domain. Ich hatte vorhin gesagt, damit man so eine Domain beantragen kann, müssen die Name Services freigeschaltet werden. Das habe ich heute Morgen, um das zu testen, in Absprache mit Domain 24 gemacht. Das heißt, wenn ich auf den Name Server draufgehe, dann kann ich für diese Domain Absolute Duke, könnte ich jetzt die Name Services von Microsoft eintragen. Aber damit ich das eintragen kann, muss ich auch hier zuerst beweisen, Microsoft beweisen, dass ich eben die Name Services, also dass ich der Besitzer dieser Domain bin. Und dafür muss ich sogenannte Domain Name Service Einträge bearbeiten, nämlich diesen Textbeitrag. Und Sie sehen, diese Funktion ist für mich jetzt noch gesperrt bei Domain 24. Und damit ich die freigeschaltet bekomme, gehe ich jetzt auf Kontaktieren Sie den Support. Hier ist jetzt schon alles eingegeben. Ich sage, es geht mir jetzt um die Domain Name Services Änderung. Bitte Berechtigung erteilen. Das schicke ich jetzt ab. Also Domain 24 ist ein Provider, der grundsätzlich keine telefonischen Anrufe entgegennimmt, aber Sie können per Fax, per Post oder eben per E-Mail kommunizieren. Und ich habe das heute Morgen eben schon mal getestet, weil wir machen sowas normalerweise selbst, weil wir früher auch selbst als Internet-Service-Provider tätig waren in unserer Region. Aber ich möchte das ja für Sie als Kunde, als Beispiel einfach aufnehmen. Ich habe das also heute schon mal getestet und da muss ich sagen, dass mich der Service sehr überzeugt hat. Das ging immer alles sehr schnell. Innerhalb weniger Minuten hatte ich dann meine Antworten. Sie sahen einen Videocast der Rachfal IT Solutions, Ihrem Partner für Informationstechnologie im Mittelstand. Mehr Infos finden Sie unter himmlische-it.de.